Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu O'Hare Learned Lights. Wir sitzen im Sheridan. Tier 10, leichter Panzer der Amerikaner. Nachdem wir nur den Manticore, den Rheinmetall und den WZ schon gespielt haben, sind wir jetzt bei den Amerikanern angekommen. Das Teil hat ja eigentlich eine Trollgun. Ich spiele ihn hier mal mit der 10-5er, weil ich denke, dass das einfach brauchbarer ist. Insgesamt, wenn man sich die Werte mit der 10-5er anschaut und auch die Mobilitätstarnwerte, Sichtweitenwerte, Gunhandling, Alpha, dann ist der recht ähnlich zum Rheinmetall, nur dass der Sheridan nochmal einen schlechteren Tarnwert hat, von Top Speed und Leistungsgewicht nicht ganz so gut ist, dafür eine deutlich bessere DPM, aber die Kanone hat nicht unbedingt die Gunhandlingswerte und Genauigkeitswerte wie der Rheinmetall. So, wir machen trotzdem erstmal ein Spot. Schade. Aber wir kriegen keine Unterstützung, weil auch einfach keiner mitgefahren ist. So, der WZ da hinten ist natürlich ein Problem für uns. Jo. Funkgerät beschädigt, Reichweite eingeschränkt. Das war klar. Uiuiuiui. Liegt. Ja, Badger, du kommst halt zu spät. Jetzt haben wir da ein WZ. Der PTA ist offen. Das ist natürlich jetzt... die Badget ist offen. Das ist natürlich alles nicht so geil. Wir gucken mal, ob wir im Schatten des Steines hier ein Stück weit nach vorne kommen. Ja, Minen ist natürlich auch nicht die super Scout-Map. Die Party geht am Berg. Wir haben da einen Spot geliefert. WZ. Er macht uns nicht auf. Kann jetzt aber auch keiner hinschießen. Unsere Arti wird schon gecountert. Wir haben... War das ein Schuss auf die Artillerie? Ich finde es interessant, wo unsere Arti steht. So, 2 zu 0. Wir führen mit 4000 Hitpoints. Ein wirklicher Beitrag von uns war das nicht. Da jetzt drauf zu schießen mit der... Standardmunition ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ja, er hat ein Durchschlagsproblem, definitiv. Er hat eine gute DPM. Aber mit der 10-5er muss man dann gewillt sein, auch mal eine Heat zu schießen. Aber selbst da, was haben wir auf der Heat? 280, ja, im WZ-Turm wird halt schwierig, ne? Also, wenn man da nicht gerade eine etwas weichere Stelle treffen. Der PDA hat sich jetzt schon verkrümelt. Ich bin im Grunde jetzt mit der Badget hier alleine. Da kommt der WZ. Ja. Macht uns auf. Mal gucken, ob das eine gute Idee war, sich hier zu verkrümeln. Badget hat da. Also eigentlich könnte man den pushen. Wir gucken mal kurz, was er nicht gespottet war. STB 1, Leo 1 fehlt noch. Das ist interessant, dass sie noch gar nicht offen waren. Aber dort, wo er jetzt steht, ist natürlich schwierig. Die Artillerie wird da auch keine Schusslinie auf ihn haben. Es steht 5 zu 2, 7000 Hitpoints. Na komm, wir fahren nochmal in den Stein ran. Was soll's? Wir müssen halt irgendwie hier Druck ausüben. Ich will den jetzt hier nicht das Feld überlassen. Und wenn der WZ da am Pushen ist, habe ich fast die Befürchtung, dass da im Backup noch was steht. Da könnte allerdings die Artillerie jetzt rankommen. Ah, Badget. Ja. Er da gerade zurück, macht uns wieder auf, oder? Oder waren wir noch offen? Was sagt die Artillerie? Hallo, sieht er meinen Arsch? Ja, ich hoffe nicht. Ja. 6 zu 2, 7000 Hitpoints. An für sich alles gut, aber alleine brauche ich da nicht anzutreten. Die Badget könnte jetzt nachgeladen sein. So, mein Freund. Ja, ich stehe hier schon. Also, na guck mal, er zieht sich zurück. Interessant. Scheint er also doch alleine zu sein. Die Badget war jetzt bestimmt offen. Oder auch nicht.
Da ist der STB-1. Wie gesagt, irgendwo ist noch STB-1 und irgendwo ist auch noch ein Leo-1. Wo der STB ist, wissen wir jetzt. Chiso jetzt durchs Wasser. Moment mal, ich versuche jetzt mal... Nein, ich versuche nichts. Mist, ich wollte jetzt gerade da unten ranfahren, um ihm Proxy zu machen. Und in dem Moment piekt er halt. Der Chiso ist höchstwahrscheinlich aufgegangen. Da sagt die Arti Hallo zur Bedchat. Und wenn ich da jetzt vorfahre... Guck mal, kannst du eventuell auf den, auf ihn schießen? Ich hab mich hier ein bisschen festgefahren. Ich hätte, glaube ich, auch einfach jetzt gucken können. Oh, hallo. Einfach gucken können, dass ich auf den Hill komme oder so. Dann geht die Bedchat raus. Na, Leo? Ja, am Ende ist das jetzt hier so ein bisschen rumgesniper, sinnloserweise. Diesmal war die erste Runde dann die schlechtere. Und wir können jetzt hier den Leo ein bisschen ärgern. Interessant, dass der mich ja nicht aufmacht, obwohl wir jetzt nicht den allerbesten Tarnwert haben. Ich befürchte fast, dass... Nee, tut er nicht. Er spielt den Cross nicht. So, WZ. Da geht er raus. So, und der Leo. Gucken, ob wir da noch einen Schuss drauf kriegen. Das Gunhandling der 10-5 war insgesamt okay. Die Grundgenauigkeit eigentlich gar nicht so gut. Wir kriegen den Leo noch. Gespottet haben wir an für sich, ja. Aber wir haben keinen Spot-Damage bekommen. Und am Ende gewinnen wir das hier 15-7. Ich habe mich, glaube ich, im Mittelteil so ein bisschen... kopfmäßig auf diese Flanke festgefahren. Man hätte auch dann, als es klar war, dass der Hill in unsere Hände fällt, einfach auf dem Hill fahren können. Ich meine, ich bin in Light. Minen ist jetzt nicht so groß. Den Move hätte man durchaus spielen können. Dann hätte man vielleicht auch noch ein bisschen Spotting bekommen. So war es jetzt so ein bisschen verkopft, die Runde. Aber wir haben sie am Ende zum Glück gewonnen. Und wir haben gesehen, dass die Kanone durchaus... was hergibt. Sie hat halt ein Pen-Problem. Gut, gegen den Leo 1 ist das jetzt nicht so ganz relevant. Aber gegen den WZ haben wir auch mit der Heat da jetzt... Gut, er stand halt Hold Down, ne? Ist halt seine Stärke. Ihr seht, was ich eingebaut habe. Trotzdem eher einen Light als einen Medium-Setup. Ich glaube, mit der Nicht-Rollgun komme ich deutlich besser klar. Das habe ich auch schon beim T49 gesagt. Und wir schauen mal in eine zweite Runde mit dem Sheridan. So, zweite Runde. Die Map an für sich gut. Allerdings 4 Scouts auf jeder Seite und da brauche ich gar nicht mit denen zu konkurrieren, denn der Gegner hat einen Manticore, 2 T100 und einen EBR. Wir haben T100, EBR und 1305. Da brauche ich als 4. Scout, gerade mit dem schlechten Tarnwert, der wirklich schlecht ist, gar nicht erst versuchen zu konkurrieren. Wir haben zwar einen sehr gute Sichtweite von 420 Metern, aber wenn jetzt alle da runterjodeln, was soll ich da auch noch mit hinjodeln? Deswegen fahre ich mal hier vorne hin. Richtung Auffahrt in die Stadt. Vielleicht kann ich da mit einer kleinen Spotrunde was aufmachen. Sollen die da unten sich zu dritt kloppen? Ich befürchte aber, dass wir hier auch einen Gegenscout kriegen. Bei 4 Scouts ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich. Da ist schon mal der Manticore. Ja, und da ist der EBR. Und einen TR-100 haben wir auch noch. Der bounced an uns, sehr gut. Aber wir haben erstmal den Gegenspot gemacht. Das war wichtig. Damit wissen wir, wo die
drei Scouts sind. Ja, zwei sind offen gewesen. Einer ist jetzt schon in der Garage. Der EBR wird höchstwahrscheinlich wieder eine Runde drehen. Der TN-100. Moment mal, was war das denn? War ich jetzt etwa noch offen? Okay, wir fahren nochmal eine extra große Runde. Aber die... Also entweder war ich noch offen oder das war ein Blindschuss auf die Push-Position und ich habe einfach den Schuss ganz blöd gefangen. Guck mal, da ist wieder unser EBR. Ja, okay, alles klar, schöne Map, Pech gehabt, wir sehen uns gleich in der dritten Runde wieder. Gut, dritte Runde. Der Fehler gerade eben war, glaube ich, einfach den zweiten Anlauf zu machen oder die zweite Anfahrt mit dem Wissen genau, dass der EBR höchstwahrscheinlich auch nochmal kommt. Man hätte sich vielleicht einfach oben in die TD-Position reinstellen sollen oder irgendwie ein bisschen defensiver an dieser kleinen Ridgeline da zu spielen, um den EBR zwar trotzdem aufzumachen, aber nicht, den Schuss vom Jagd-E oder vielleicht sogar noch vom FV, der da auch noch stand, zu bekommen. Sei es drum, Muruwanka, ich spiele das ja gerne hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Na, Badget, wo willst du hin? Man könnte natürlich auch jetzt hier an dieser mittleren Ridgeline da den First Spot machen. Wo fährt unser Rheinmetall hin? Der ist neben mir. Gut, dann macht der höchstwahrscheinlich schon den First Spot. Wir müssen halt immer uns beim Sheridan ein bisschen im Gedächtnis behalten, dass das halt rein vom Tarnwert ein echt schlechter Scout ist. Ja, Badget geht da anscheinend nicht auf. Da kommt die Artillerie. Oh, das könnte aber auch ein FV gewesen sein. Patton. Ja, Patton hat auch eine gute Sichtweite. Oh, das war sogar geteilter Spot. Interessant. An das Objekt komme ich nicht ran. STB-1. Ja, macht uns höchstwahrscheinlich auf, oder? Ne, noch nicht. Aber von hier aus komme ich nicht ran. Leo. Nee, auch nicht. Der eine Schuss, ich glaube, das war ein FV-Schuss und kein Arti-Schuss. Leo steht zu weit da in dieser Senke drin. Ja, ich würde dir gern helfen, aber ich sehe von ihm leider nichts. Wir machen den FV auf und bekommen Spotting auf ihn. Interessant. Jetzt können wir auf den Leo schießen. Er fährt wieder runter, aber er geht raus. Sehr schön. Wir waren offen. Unser Rheinmetall ist tot. E50. Ja, okay. Ich sehe schon wieder, was hier passiert. Das SB1 geht auch nicht mal auf beim Schießen, ey. Es ist mal wieder Muruwanka. Ja, hallo Objekt. Es ist schön. Und es schießt auch keiner drauf. Wenn das Objekt auf mich schießen kann, könnte ich auf das Objekt schießen, aber die hier hinten. Zwei Full HP, Tier 10, Mediums. Ihr seid, ja, großartig. Ne? Merkt ihr selber, was ihr da für Blödsinn macht. Sehr ärgerlich. Wir hatten schon mal so eine Runde. Ich habe ein sehr starkes Déjà-vu hier, muss ich zugeben. Wir haben das schon mal genauso gehabt, dann haben wir uns auch zurückgezogen und sind einfach nur heillos rausgebumst worden. Ich versuche jetzt hier mal noch irgendwie... Aber eigentlich von hier aus was zu spotten ist völliger Schwachsinn. Weil wenn du da was spottest, dann steht es schon so nah am Waldrand, dass es dich höchstwahrscheinlich auch spottet, wenn du keine Büsche hier hast. Zumal ich noch den 1305 haben. Super. 2 zu 4 steht's. Wenn sie den
WVZ da rauskriegen. Irgendwo ist ja noch der Gegner light. Ja, da ist der Manticore. Oder Gegner Lights, muss man ja eher sagen. Da leben noch beide von denen. Haben wir hier eventuell... Yes. Wir machen den zum One-Shot, das ist gut. Der FV geht raus, das ist doppelt gut. Okay, die Arti hat uns da gerne. Ja, Manticore hat sich da wohl ein bisschen zurückgezogen. Wir gehen jetzt hier nicht nochmal auf. Wartet mal. Vielleicht können wir uns die Artis auch holen. Wobei die eine Arti steht schon auf der anderen Seite. Da kam der Schuss ja irgendwo von da hinten. Da ist ja 1305. Minotauro. Alter, really? Oh Gott, das kannst du ja total vergessen. Okay, das hätte ich jetzt ehrlicherweise so nicht erwartet. Da schmilzt unser Hitpoints-Vorsprung, aber den Minotauro, ne. Einfach keine, ne. Brauche ich gar nicht versuchen. Na, Objekt, wo willst du hin? STP1. Schade. Aber er macht uns nicht auf, das ist schon mal gut. Hätten. Na, verdammt. Jetzt ist er so nah ran, das komme ich nicht mehr ran an ihn. Der Minotauro ist halt echt der Dealbreaker jetzt da hinten. Und der Patton geht da all in. Macht er gut. Okay. Gut, zusammengefasst waren das dann heute tatsächlich drei eher mäßige Runden. Wobei die zweite ja im Grunde, da waren wir gar nicht anwesend. Jetzt haben sie hier die Ridgeline schon und damit ist die Sache jetzt auch gegessen. Wir liegen 5000 Hitpoints hinter, nachdem wir gerade noch 2000 vorne lagen. Hallo Artillerie. Die nimmt da den Conqueror raus. Da kommt der Minotauro. Und jetzt ist auch so langsam mein Latein am Ende. Schade. Also die Kanone an für sich. Gut. Ja, okay. Der Rest im Vergleich zum Rheinmetall halt einfach schlechter. Ne? Also wir haben den gleichen Alpha wie der Rheinmetall. Wir haben zwar die bessere DPM. Wir sind vielleicht ein bisschen drehfreudiger, ja, aber wir haben die gleiche Sichtweite wie der Rheinmetall. Der Rheinmetall hat aber einen besseren Tarnwert. Der Rheinmetall hat den besseren Topspeed. Der Rheinmetall hat das bessere Leistungsgewicht. Entschuldigung, die Drehfreudigkeiten sind beim Sheridan besser, aber auch nicht so überragend viel besser. Der Rheinmetall hat die bessere Kanone, was Genauigkeit, was Einzielzeit, was Gunhandling angeht. Er hat 140 DPM weniger. Ach stimmt, Alpha hat er nicht den gleichen, Entschuldigung, der Rheinmetall hat 320 Alpha, das war jetzt mein Fehler. Hat den besseren Standard-Pen, jetzt gucke ich mal kurz auf die Premium-Pen. Die Premium-Pen ist identisch zum Sheridan, also das Einzige, wo wir halt besser sind, ist halt ein bisschen DPM und Alpha-Schaden. Ansonsten mit der 10.5er hier
fragt man sich jetzt, warum ich da den Sheridan spielen sollte, anstatt dem Rheinmetall. Interessant ist, dass sie die beide das gleiche Kaliber haben. Und der Rheinmetall hat dann einfach 320 Alpha und der Sheridan einfach 390. Das ist, glaube ich, einfach so ein Balancing-Ding, weil sonst wäre der Rheinmetall noch so viel stärker. Und ein bisschen Unterschied will man ja auch noch haben. Ja, das waren heute nicht gerade die besten Runden, aber hey, das kennen wir ja aus der Reihe. Dafür lief es in den letzten Wochen jedenfalls in einer Runde eigentlich immer auch ganz gut. Dazu kommt auch noch, dass der Sheridan echt eine riesige Box ist einfach. Ich meine, der Rheinmetall ist auch nicht gerade klein, aber ja, wir bieten auch einfach ein gutes Trefferziel. Lasst mal euer Feedback zum Sheridan gerne mal da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gemon, Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Klumpen, Rohrblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.